Willkommen zurück zu Splatoon 2. Ja, ich würde sagen, heute wird gesniper-rifelt und da gibt es auch noch eine spezielle Fähigkeit. Eine Distanzwaffe, um Gegner auf größerer Entfernung das Leben schwer zu machen. Halte ZR gedrückt, um einen Schuss aufzuladen und lasse los, um zu feuern. Halte als Tintenfisch ZL. Ah ja, kommt das jetzt ins Spiel. ZL, ZR gedrückt, um die Waffe eine Weile feuerbereit zu halten. Ja, das ist cool. Also die Sniper haben ein bisschen einen Vorteil gekriegt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man den ausnutzen wird oder nicht. Denn da gilt das gleiche wie beim Curlingstein. Man darf nicht maximal aufladen, denn sonst verliert die Waffe ihre Wirkung. Oder ist nur noch halb so stark. Wie es genau gerechnet wird, kann ich euch noch nicht sagen. Ich habe das Spiel ja nicht kreiert. So. Ja, ihr wisst, ich bin ein Dorftrottel, was das Snipen angeht. Und dann hoffen wir mal, dass das ein angenehmer Part wird. Und diesmal sind wir eine hübsche Lady. Mit einer, nur einem Tentakel. Ja, kawaii. Aber ich mag die mit den kurzen Haaren, die ja auch auf meinem Profilbild ist. Und das wird definitiv auch mein Main-Inkling dieses Mal. Im dritten Teil mal schauen, wer dann dran kommt. Ja, ich mag die Inklinge und cool. Ja, das ist aber mehr ein Punkt, den ich im Story-Modus einsetzen werde. So, und jetzt werde ich das mal versuchen. Warte mal. Hä? Hey, warte. Okay, ich habe diese Dreieckbomben, aber wie... Hä, wie kann ich denn... Warte mal, muss ich... Sie ist aufgeladen? Dann bin ich in der Tinte. Mir wird angezeigt und Schuss. Ach, so funktioniert das. Okay. Ja, ein bisschen ungewohnt. Ich glaube, man deckt auch seine Deckung auf. Aber es ist jetzt nicht so, dass man schwimmt und währenddessen auflädt. Das finde ich gut. So, dann versuche jetzt auch noch jemanden zu treffen als Sniper. Bist du ja der Supporter des Teams und sollst eigentlich angreifen können. Oh, ich habe jemanden mit der Bombe gekickt und gesniped. Und jetzt kommt noch dieser, ja, diese Gatling. Finde ich aber persönlich, hä? Ach! Oh! Ich wollte gerade sagen, ich finde die Waffe nicht gut und ich bin mir sicher, dass die es nicht ins Competitive Play schaffen wird. Und ich merke gerade, warum. Noch deutlicher, als ich das im Video gesehen habe. Denn die Steuerung ist auch noch behindert. Man kann sich nämlich nicht wirklich bewegen und frei umherschwingen. Man schießt in eine Richtung und das ist eigentlich so eine hart feste Heulboje, die man leicht bewegen kann. Okay, jetzt verstehe ich das. Alles klar. So, er weiß natürlich nicht, wo ich bin. Aber er ist halt gerüstet. Warte, ich spring zurück. Ich spring zurück. Ach, falscher Knopf gedrückt. Zuerst Karte aufmachen und dann zurückspringen. Ja, er ist natürlich definitiv besser was gegen Sniper, weil wenn ich auf ihn ziele, springt er einfach zur Seite und so schnell bin ich halt leider nicht mit der Sniper. Ich bin kein Pixel-Sniper, wie das im Pro-Bereich Fall ist. Alter, ich krieg dich. Warte, warte nur. Da ist wieder irgendwo ein Raketenrucksack. Wenn wir heute alles verlieren, ja, dann ist es meine Schuld und es ist mir auch egal. Denn mit der Sniper bin ich halt einfach ein offenes Blatt. Und da kommt schon wieder diese neue Waffe. Aber ist das irgendwie ein Kamerabug oder warum verliere ich dann die Kontrolle? Hä? Ey Leute, ich finde das übelst behindert. Nee, also da schreibt mir mal eure Erfahrung mit dieser Waffe in die Kommentare. Unbedingt. Ich werde natürlich auch einige darüber nachfragen, aber das ist irgendwie merkwürdig. Es fühlt sich so, ja, nicht gut an. Fühlt sich nicht gut an. So, jetzt weiß ich gar nicht, ist das unsere erste Partie? Ich glaube schon, ne? Ja, tatsächlich. Ja, dann spielen wir noch zwei. Yay! Und dann kommt der Klaxer drauf. Super. Alter, das passt mir gerade gar nicht. Diese Spezialwaffe. Ich kann auch nichts darüber nachlesen, ne?
Mache ich da was falsch? Ich denke ja nicht. Also, würde mich wundern. Aber gut. Dann ist das halt so. Ich kann es nicht wirklich ändern. Oder kapiere ich die Waffe nicht? Kann natürlich auch sein. Ich kann es nicht beurteilen. So, nächste Runde hier. Und wir spielen diesmal einen anderen Charakter. Diesmal sind wir ein Junge mit einer fancyschen Kappe. Und wo ist sein Tentakel? Hat der eine? Okay, der hat irgendwie ganz kleine Tentakel. Keine Ahnung. Naja. Das mit den Frisuren finde ich aber eigentlich ganz gut. Auch wenn sie jetzt tatsächlich doch keine Stats vorhersagen. Also es ist scheißegal, wie dein Inkling aussieht. Der testet seinen Kleckser, wie es scheint, mit der Reichweite und so. Oh Gott, gehst du weg, Alter. Ah, fühlt man sich gleich wieder in der, wie in der ESL. Die Frisuren machen ja jetzt keinen großen Teil der Waffe aus. So, spritzt jetzt noch Farbe und okay, ich glaube, da kann jemand kapiert noch nicht diesen Flammenwerfer oder Feuerlöscher, keine Ahnung. Ich will da vorne hin. Das ist ein schöner Wall. Du kannst die Gegner schön überraschen, wenn du dich nicht im Vorhinaus verrätst. Oh, geil gespielt. Also die Haare sind ganz egal, wie man sie trägt. Ich finde das ein bisschen schade. Ich wollte eigentlich, dass die Haare die Kleidung ersetzen, was die Fähigkeiten angeht. Oder ein bisschen mithalten. So, wie funktioniert das denn jetzt? Ist das ein Autoschießer? Nee, was soll denn das? Ah, da war jemand. Eine ganz ungewohnte Steuerung. Kann ich nicht gutheißen, Leute. Das wird definitiv kein Freund im eigentlichen Projekt. Das könnt ihr mir glauben. Oh mein Gott, wenn so eine Waffe drankommt, mit der Spezialfähigkeit, Leute. Oh shit, ich schwöre euch. Das geht in die Hose. Ja, es geht sowas von in die Hose. So, die haben wieder einen Disconnect gekriegt. Aber klar, die Server sind vermutlich überfordert. Wenn Server sind, aber normalerweise müssen es welche sein. Man zahlt ja mittlerweile auch für guten Online. Das aber erst ab Herbst. So, da habe ich... Oder, ich weiß nicht, wer es war, aber jemand hat mein jemand gekillt. So, jetzt lade ich die Waffe auf, schieße. Okay, der kriegt mich. Warum leuchtet der so? Warum leuchtet der so? Weil der die Fähigkeit hat. Ist das so? Na, ich weiß es nicht. Das lernen wir dann im Originalspiel oder in der Vollversion erst kennen. Ja, tatsächlich leuchtet auch so ein bisschen. Warte mal. Steht da der Behälter oder die Waffe? Die Waffe, ne? Alles klar. Naja, ist Geschmackssache und es sieht doch ein bisschen knapper als ausgedacht. Werden wir gewinnen? Nein. Und es ist sehr knapp. 45% zu 46%. Alles klar. Alles klar. Ja gut, dann gibt es noch eine Runde. Und dann testen wir im nächsten Part den guten Kleckser. Darauf bin ich gespannt, weil das ist ja die Waffe, mit der ich mich am meisten identifizieren kann. Wenn es ums Spielen geht, wenn das Spiel wirklich das gleiche sein soll wie damals auf der Wii U. Ja, wenn wir schauen, wie es aussieht. Aber zuerst gibt es halt noch eine, nochmal Sniper Rifle. Ja, ich weiß, ich bin schlecht drin, aber ich spiele diesmal mein KWI-Lieblings-Inkling. Yay! Jetzt müssen wir mal gewinnen. Ich bin jetzt ein Wumi. Oh, sie haben das Wumi rausgenommen. Aber neue... Ja, Sounddateien reingefügt. Ja, klar. Wir müssen ja irgendwas ändern. Ja, no hate.
So, ja, ich färbe jetzt einfach ein. Ich versuche jetzt kaum hier jemanden zu killen. Okay, das war gefährlich. Da war jemand mit seiner Faust. Ich versuche halt die Kills. Ach, warte, jetzt hat's Schluss. Jetzt bist du dran, mein Freund. Alter, das ist tatsächlich ein Automatiker. Ja, Automatikfeuerer. Aber der färbt nicht wirklich ein. Und der ist vielleicht interessant in einem bestimmten Rangkampf. Vielleicht im Turmkommando, wo halt die Gegner sehr gerne auf einer Flasche stehen. Auf einer sehr kleinen Flasche. Aber ansonsten sehe ich da irgendwie keine Zukunft drin. Zumindest nicht für mich. Also das ist wirklich die Waffe, da will ich von euch Feedback haben. Und da ist meine geile Karre, Leute. Das sieht cool aus. Ja. Autos gab es noch immer in Splatoon, nur standen die noch nie auf der Map. So, uneingefärbte Flaschen bitte einfärben. Ich weiß nicht, ob meine Teams... oh, das ist aber nur ein ganz neuer. Und weg. Ich glaube, der kauft das Spiel nicht. Was war das? Hä? Das muss vom Klaxer gekommen sein. Scheint eine Spezialwaffe zu... oder war das... ja doch, das war diese Raketenwerfer, oder? Da haben die Japaner schon wieder neue Waffen, die wir nicht kennen. Hey, du da. Oh, jetzt wollte ich den fast holen. Och, och, jetzt wird's wieder lustig. Bam. Ach, shit. Ich dachte eigentlich, ich krieg den, aber der fährt einfach dran vorbei. Ach, und kurze Anmerkung. Ich finde die japanischen Schriftzeichen eigentlich in diesem Font sehr geil. Früher war es ein bisschen abgerundeter, jetzt ist es ein eckiger. Ich finde, das kann man besser lesen. Man kann die Buchstaben besser identifizieren. Ja, klar, nicht jeder kann Japanisch lesen, aber für die, die es können, ich glaube, die sind da ungefähr gleicher Meinung. So. Ja, ich muss ja auf irgendwas eingehen in diesen vier Parts, die wir haben. Und da will ich halt jedes Thema, was Splatoon angeht, reinbringen. Was irgendwie geht. So, diese automatische Suche gefällt mir aber überhaupt nicht. Also... wie gesagt, ich bin wirklich kein Fan von dieser Sniper-Art. Das ist wirklich ungewohnt und ich glaube, dieses Mal verlieren wir wirklich alles, oder? Na, sieht wieder knapp aus, aber sie dominieren, ja. Na klar, ich weiß jetzt nicht, welche Waffen die hatten, aber... ja, unsere haben nicht gereicht und die Inklinge haben Zähne, what? Oder man sieht die Zähne zum ersten Mal. Das ist ja bei Mario auch so. Der hat ja jetzt auch einen Unterkiefer oder wie war das? Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal bei Splatoon 2.